Ich habe zwar ein ganz mieses Gefühl dabei, aber Leute, irgendwie müssen wir hier weiterkommen. Okay. Es geht weiter hier, Leute. Wow. In Star Wars Jedi Fallen. Oder, wir sind jetzt hier irgendwie schon, glaube ich, in dem Dorf angekommen von den ganzen Brüdern hier. Und, ja, werden hier natürlich wieder sehr gut empfangen. Muss man einfach so sagen. So gut bist du gar nicht. So. Kommt. Versuche jetzt erstmal so wenig wie möglich anzulocken. Und nicht zu weit den Kampfplatz, sag ich mal, zu gehen. Einen habe ich. So. Zweiten habe ich. Weil das Problem ist hier, dass, wie soll ich sagen? Das ist geisteskrank. Das ist geisteskrank, was hier gleich alles auf uns zukommt. Wie diese Spinne zum Beispiel allein schon. Die erledige ich jetzt mal zuerst. Wollte ich vorhin eigentlich schon. Also, wir haben es ja im letzten Part einmal schon probiert hier. Nein, wo bin ich jetzt reingefallen? Hilfe. Hilfe. Du kannst unsere Stärke nicht überwinden. Lass nicht zu, dass er euch ausweicht. Dein Leben ist. Ich will hier. Ah, weg. Wir werden dich zur Strecke bringen. Na, jetzt sind wir nicht gemacht, ne? Kommt der andere. Da unten. Der hat aber gerade richtig durchgezogen, ne, Digga, der hat. Aber das ist der einzige noch, oder? Nice. Ganz schön. Komm. Greif mich an. Leg dich nicht mit dem Jedi an. Mistkerl. Ist das so richtig? Nee. Irgendwo muss dieses Teil hin, würde ich sagen. Aha! Verdammt. Komm zurück. Ich mach dich fertig. Ich hab schon Schlimmeres eingesteckt. Okay. Du mal reinsehen? Zeig mal, was du gefunden hast. Ich hab dich gefunden, Eindringling. Bin ja auch hier hingekommen zu dir. Lol. Das hält mich nicht auf. Hör mit dem Unsinn auf, Eindringling. So, wo war gerade hier der? Wo ist er? Da hinten. Kann ihn noch nicht sehen, aber jetzt. Okay.
Ich will nicht länger auf Anweisungen der Schwester warten. Wir müssen uns um den Eindringling kümmern. Okay. Wir machen das also gar nicht auf Befehl, sondern die dachten sich selbst so, jo, komm. Lass mal einen Jedi abschlachten. Danke dafür, Herr Blali. Du wirst mich nicht besiegen. Dann bringen wir es zu Ende. Slim BD, ich schulde dir was. Was jetzt? Wait. Nein! Und ich krieg's nicht mal hin. Aber warte, wenn ich jetzt hier dran gehe. Oder grundsätzlich von hier oben, lol. Es war nur ein Echo, aber. Der Eindringling will uns entzweien. Egal. Dann muss er sterben. Was will ich? Ich will gar nichts. Bisschen plaudern vielleicht, keine Ahnung. Ey. Andere Sachen hatte ich jetzt eigentlich nicht geplant. Also ich weiß selbst nicht, was Cal hier genau jetzt vorhat. Ich glaube, das Astrium suchen. Was genau und wo, wie und was? Ja, keine Ahnung. Nein, das mache ich. Ich Vollidiot. Wo bin ich denn jetzt? Ach du Kacke. Aha. Habe ich ja wieder gut hingekriegt. So. Macht das so ein bisschen Angst, dass hier so Plattformen sind? Allerdings abgelenkt. Grease verhält sich seltsam. Er will jemanden vor der Mantis gesehen haben. Datomir zermürbt ihn. Das ist bei ihm völlig normal. Geht's dir gut? Ich halluziniere nicht, also. Wenn hier irgendwer ist, dann. Ein Dorf der Brüder der Nacht. Echt auch nicht so geil. Spur wieder auf. Hört sich an, als kämst du zurecht. Ja, BD und ich schaffen das. Naja. Jetzt sind wir aber wirklich in einem Tempel, oder? Ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Oder wait, ist eine Abkürzung? Brüder, ein Eindringling. Er zittert vor Angst. Ach, wir müssen ja so. Oh, ich. Dieser Moment, wenn ich realisiere, wir müssen ja auch zurück. Let's go. Obwohl. Greif den Eindringling an. Lol. Wo bleibt dein Können? Ah, wir kommen erstmal hier hoch. Müssen wir nicht runter zu denen. Ist ja schon mal was. Meine Schwester der Nacht überlebte. Irgendwas an ihr ist vertraut. Verdammten, vielbeinigen, krabbelnden Feiglinge. Hüte dich, Bruder, sie bringen Unheil. Ich reiße ihnen die Beine aus und pumpe ihr Gift ab. Die scheinen die Spinnen genauso wenig zu mögen wie ich. Nicht wie mich, also mich mögen die glaube ich auch nicht, aber egal. Klar. So. Das ist natürlich jetzt gerade eine sehr gute Sicht. Wir müssen jetzt geradeaus doch dadurch, okay. Ich dachte erst in eine andere Richtung müssten wir. So, dann nochmal kurz nach
Fähigkeitenbaum noch was nachgucken, ob es irgendwas Besonderes gibt, gerade für 2 Punkte. Erhöht die Reichweite von Kells Lichtschwertwurf. Hallo? Wir haben noch nicht mal den Lichtschwertwurf. Wer ist erstmal damit? Nach vorne und zieht es dann wieder zu sich, um alle Gegner in der Luft über das Licht. Das ist doch mal was Gutes, wo man seine Fähigkeitenpunkte für sparen kann, oder? Ich denke schon, Digga. Also noch ein halber, glaube ich. Jungs, ich bin weg. Dieser Mann steht hier nicht mehr. Der alte Mann. Genau. Mehr als Beinarbeit hast du nicht drauf. Ich werde dich aufhalten. Zurück, Jedi. Nee. So, jetzt sind wir wirklich am Tempel. Gut, gut. Ist vielleicht noch irgendwo eine Kiste versteckt? Nope. Let's go. Mein Freund, wir suchen ein Astrium und befinden uns in Kujets Grab. Immer das war. Es ist weg. Wir können mal safen hier. Ich schätze mal, es passiert irgendwas hier. Oh. Okay. Eine Erinnerung? War keine Lektion, oder? Hä? Hey, Cal. Los, was zur Hölle? Ja, jederzeit. Klingt gut. Gehst du zum Training? Immer. Okay, dann sehen wir uns später. Tschüss. Hier geht's nicht weiter? Okay. Paul hat mich zum Training gerufen. Du schaffst das, Junge. diese Stimme, die so richtig Künstler, was heißt, ist nicht schlecht so. Diese Stimme so richtig so auf jung gemacht. Also ist ja noch dieselbe Stimme, weißt du, logischerweise. Ist ja, glaube ich, auch nur 5 Jahre her, das alles. Für deinen Unterricht. Ja, Meister? Du musst uns erreichen und lass mich nicht fahren. Das ist doch jetzt keine normale Lektion, oder? Sonst würde die ja direkt hier starten. Sollen wir das einfach nur machen, so ein Parcours wieder? Gut. Okay, man kann sich wirklich festhalten. Ich dachte erst, was ist das? Lul. Was ist das? Nein! What? Und jetzt? Voll konzentriert hättest du diese Ablenkung vorausgehabt. Besser, Padawan. Komm zu mir. Was machen wir hier gerade? Was zur Hölle? Wir werden mit einer Aufwärmübung beginnen. Doch zuerst haben wir Befehle. Braka ist gesichert. Schon bald rücken wir nach Mygeto aus. Ja. Du musst
Meister? Seid ihr okay? Irgendwas? Wir erleben jetzt... Oh mein Gott. Nein, nein! Was geht hier? Aber das finde ich mega. Auf das habe ich schon die ganze Zeit eigentlich gewartet, dass man sieht, wie das mit ihm alles bei der Order 66 passiert ist. Was da so abging. Deine Fragen müssen warten. Es ist keine. Ich sage jetzt einfach gar nichts mehr, das ist gerade zu krass. Schnell. Zu den Rettungskapseln. Und nimm die Wartungsgänge. Wir haben das trainiert. Erinnerst du dich noch? Ja, Meister. Und was wird aus euch? Ich sorge für Ablenkung und komme dann wieder. Wenn ich bei deiner Ankunft nicht da bin, geh ohne mich. Wir sehen uns auf Braca wieder. Hast du das verstanden? Ja, Meister. Sie kommen. Ich werde zwar die Drucktüren schließen, aber wenn sie dir begegnen, darfst du keinesfalls zögern. Geh. Möge die Macht mit dir sein. Geh. Los! What the hell? Da ist er. Nein, halt! Also ja, er schließt die Türen. Toll. Ich muss dran ziehen, um durchzukommen. Das ergibt keinen Sinn. Was ist hier los? Können wir den Jedi sehen? Der Kleine ist verschwunden. Sucht überall. Er kann nicht weit sein. Das ist ein Moment, wenn du kurz vergisst, wie du Objekte anhältst. Was habe ich hier gerade getan? Lost. Melde Verluste. Der Paul hat mehrere Trupps ausgeschaltet. Sofort schießen. Aber. Ich verstehe es nicht. Was ist passiert? Was war das? Da ist wer in den Wartungsgängen. Oh nein. Ich glaube, hier ist der Turbulenz. Danach ist es nicht mehr weit. Nein, scheiße, ich bin falsch. Wo lang geht's? Ach, hier. Nein, was mache ich denn für einen Mist? Jetzt habe ich gerade alles nicht so als Laufwände, sage ich mal, erkannt. Alter. Ich darf nur nicht stehen bleiben. Schalte den aus. Bruh. Padawan, dein Lichtschwert. Tut mir leid, Meister. Weiterklettern. Wir treffen uns vorne. Sollen wir es jetzt noch... Ja, okay, das werden wir nicht finden. Das werden wir nicht finden. Super. Aber wait. Ist nicht, das habe ich ja ist mir auch in den letzten Parts mal irgendwann aufgefallen. Ich weiß nicht mehr welche, weil ich habe jetzt sau viele in der letzten Zeit aufgenommen. Das Standardlichtschwert, sage ich mal, die Standardausführung, die Standardmaterialien und alles. Oh mein Gott. Wie heißt denn der Jared Topol? Haben wir dann sein Lichtschwert? Ich schätze mal, weil der hat auch ein Doppelklingen-Lichtschwert. Weil wir haben unseres ja erst umgebaut dazu. Weil es sieht halt genauso aus. Und Kel wäre ja schon verdammt lost, wenn er sich einfach nur eins nachbauen würde. Hä? Mal sehen. Hä? Wie langsam bewegt er sich? Das sieht voll komisch aus. Das sieht so Kringo aus. Komplett unreal. Ist ja auch mit der Unreal Engine gemacht, das Spiel. LOL.
Nein! Er konnte auch schon dieses Freezen, was eigentlich nur Dingens kann. Hallo Ren. Ey, das ist das Lichtschwert. Das ist das Lichtschwert, das ist unten beschädigt. Und wir haben es jetzt irgendwann auf Datumir repariert. Der Krieg ist nicht vorbei, mein Padawan. Erhalte die Stellung. Warte auf das Signal des Rats der Jedi. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Ja, Junge, ist das nicht ein bisschen unsicher? Mit so einer offenen, kaputten Klinge, sag ich mal, dass das unten kaputt ist halt. Hat er diesen Schnitt da rechts am Hals schon immer? Hat er den noch? Oder was auch immer das ist. Oder eine Schussverletzung? Nee. Keine Ahnung. Also, okay, ich würde jetzt von Star Wars Episode 9 spoilern, wenn ich jetzt das sagen würde. Da hat ja auch jemand einen Schuss abbekommen und hat da sehr viel mehr rumgeflennt. What the fuck? Wo ist BD? Wo sind wir überhaupt gelandet? Padawan. Es ist Zeit für die Ausbildung. Oh, scheiße. Jetzt ist das das gleiche Lichtschwert wie er, oder was? Dein Wille ist schwach und du hast keine Disziplin. Was ist das? Du bist eine Enttäuschung. Die Angst unterbricht deine Verbindung zur Macht. Das ist kein Albtraum, oder? Überlebt wärst du nicht so schwach. Ja. Mein Blut an deinen Händen, mein Schüler. Okay, das ist doch ein Albtraum. Ein Schwächling, ein Verräter. Du bist kein Jedi. Was zur Hölle? Das war so eine Art Albtraum, glaube ich. Nein! Depp! Also haben wir das da drückt oder er? Also hat das doch... Nicht. Hä? Was war das? Was sollen wir jetzt machen? BD? Danke. Lass uns verschwinden. Ich kann's nicht erklären. Vielleicht verstehe ich's nicht mal. Ich check grad auch nicht so ganz, was abgeht.